Wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Frau Dr. Heiderit Zepa-Zabel. Guten Tag. Ich bin Gilla Hoffmann. Ich bin Janina Hoffmann. Von wo seid ihr angereist? Aus Braunschweig. Braunschweig? Ja. Was macht ihr da? Wir leben sehr fröhlich da, haben unsere Hobbys, denen wir frönen. Harz und Heide ist ganz in der Nähe. Da wandern wir gerne. Mhm. Was hast du für Hobbys? Ja, also ich teile das Hobby meiner Eltern, das Wandern. Mhm. Also wir machen Genusswandern. Ja. Mit Einkehr auf halber Höhe. Ja, das finde ich dann aber auch am schönsten. Ja. Also lecker essen und einfach da bleiben. Genau. Und dann langsam wieder runter. Genau. So ganz höch. Okay. So, von wem ist denn dieses wirklich außergewöhnlich schöne Schmuck? Ja, das ist von der Großmutter, väterlicherseits. Ist sicher 100 Jahre alt und stammt aus Liegnitz. Schlesien. Ja, dann frage ich jetzt schon mal, bevor wir überhaupt anfangen, weil das ist zwar bildhübsch, weil aber nicht heißt, dass es wertvoll ist, aber ich würde trotzdem schon mal gerne wissen, was möchtet ihr haben? Haben so gedacht, 8.000 wäre nicht schlecht. Also eine 80 mit zwei Nullen. Okay. Ja, es ist eine Hausnummer, das stimmt schon. Es ist eine schöne Hausnummer. Ja, Heide, jetzt bin ich sehr gespannt. Tolles Stück. Ja. Ich finde, es mutet so ein bisschen an wie ein Freundschaftsarmband, wie ein Textilband, hier mit den kleinen Knötchen. Die Bänder sind hier durchgängig, so sieht es aus, also als Scharnierband verarbeitet. Zur Schauseite hin sieht es aus wie eine Lasche und ein Knopf. So ist es gearbeitet, als wäre es eben so mal eben befestigt. Also in der Mitte eben dieser große Brillant im Übergangsstift. Und toll ausgestattet, wirklich. Mhm. Reihen von Diamanten im Achtkantschliff. Sind 132. Ja, ich würde sagen 1,5 Karat. Mhm. Und in der Mitte, der Stein ist natürlich prachtvoll, riesig. 1,4 Karat. Ah. Mhm. Also das ist sozusagen meine Bewertungsgrundlage. Wie ist denn die Farbe und die Reinheit von dem Stein? Sehr gut, finde ich sehr gut. Also ich gehe hier eigentlich von mindestens SI1 aus, wenn nicht sogar VS. Eins, also very small inclusions, also keine störenden Einschlüsse. Das Band ist in Gelbgold gearbeitet und zwar 750er Gelbgold ist hier auch auf der Rückseite gestempelt. Ach, das sieht man nur von innen ein bisschen. Ja, genau. Also zeittypisch in Gold gearbeitet und darauf ein helles Material gelegt. In diesem Fall ist es Platin. Aus welcher Zeit ist es denn? Mit Sicherheit zu Beginn der 1920er Jahre. Ja. So, den Wunschpreis weiß ich schon. Glaubt ihr jetzt, dass das klappt? Vielleicht. 8.000 Euro stehen im Raum. Der Goldwert beträgt hier 630 Euro. Mhm. Der Stein macht es natürlich hier und darüber hinaus aber auch vor allen Dingen hier bei diesem Stück auch Attraktivität. Und na, summa summarum bin ich da durchaus bei Ihnen. Gott sei es gesegnet. Also ich würde schon sagen, mindestens 8.000 bis 10.000. Ach, das ist realistisch. Ja, es wurde uns auch schon mal gesagt. Ja. Na, dann ist ja für euch gar keine Überraschung. Oh Mann, oh nee. Ja, doch, das ist eine Überraschung. Deshalb sind wir ja hier, sonst wären wir ja gar nicht hergekommen. Ja, ich hatte jetzt gehofft, dann gesagt, ja, 400. Und dann kriegen wir eine tolle Überraschung. Alles bestätigt. Alle weinen. Also die Händlerkarte haben wir. Ja, bitteschön. Jetzt schöne Verhandlungen. Ne? Ja, da geht's rüber. Ja. Tschüss, jetzt. Danke, tschüss. Alles Gute. Frohe Entspannung. Also ein bisschen aufgeregt sind wir schon. Ja, und, das hält sich in Grenzen. Aufregung. Nein. Okay, ich bin aufgeregt. Alles gut. Soweit zum Nervenkostüm der Besitzerinnen. Mal sehen, ob das imposante Kleinod unsere Händlerinnen und unsere Händler aus der Ruhe bringt. Hallo. Ja, hallo. Schönen guten hallo. Tag. Wunderschönen Herzlich guten Tag. Herzlich willkommen. Hören Sie mal, da haben Sie was mitgebracht. Ja. Ja. Wie groß ist der Stein, ist die Frage. Ja, es wurde uns gesagt, 1,4 Karat. Aha. Mhm. Und die Autorage ringsrum alles zusammen 1,5. Mhm. Wer möchte starten? Ich würde anfangen. Bitte. Mit 2.000 Euro. Ich mache weiter mit 2,5. 2,6. 2,7. 3.000. 3,1. 3,3. 3,4. 3.500 Euro. 3,6. 4.000. 4,2. 4,5. 5.000. 5,1. Auf jeden Fall heiß umkämpft, wie Sie merken. Das ist schön. 5,2. 5.500. Ach, und jetzt wird die Luft dünner. Ja. So sieht's aus, ja. Ich mag gern 6.000 Euro. Also ein bisschen darf gern noch was kommen. Ja. Aber Sie haben auch ein tolles Stück mitgebracht. Wunderbar.
kann meine Begeisterung schwer nur verheimlichen. Tust du nicht. Okay, schlecht. Dann haben Sie doch selbst die besten Argumente. Ja. 6.100. 6.2. Ich verabschiede mich jetzt. 6.3. 6.5. Was interessiert mich das Geschwätz von gerade? 6.500. 6.600. Ich wusste es. Komm, dann mache ich auch noch. 6.7. 6.8. Ja, so ein Top-Stück, was Sie da haben. Ja. Die Schmerzgrenze wäre 8.000. Dafür würden wir es hier lassen. Decken sich die 8.000 denn ansatzweise mit der Expertise? Die Expertise war 8.000 bis 10.000 Euro. Mhm. Wo bin ich bei 6,8, ne? Ja, also ein bisschen was müssen wir. Ja. Ich mache noch 7.000 glatt. Und dann würde ich jetzt mal meine Kollegen fragen, ob die noch mehr machen. Und dann würde ich sie doch fragen, ob sie von ihrem Wunschpreis etwas abrücken. Geht noch jemand von meinen Kollegen über 7.000? Nein. Also ich finde das Stück sensationell, aber das ist mir ein bisschen zu heiß. Also da überlasse ich dem Julian gern das Feld. Ich würde es Ihnen wirklich sehr gerne abkaufen, ja. Aber 7.000 Dürfen Euro... Dürfen Sie für 8.000 bekommen Sie es? Ja, das Dürfen für 8.000 Sie es jetzt jeden Tag gucken und begutachten? Ja, ist auch nett, dass Sie mir dann so einen hohen Verdienst einräumen wollen. Ich finde 7.000 Euro bei einer Expertise von 8 bis 10 in Ordnung. Also würden Sie 7.000 in die Hand nehmen, um nach Abzug der Steuern im Idealfall 400 Euro dran zu verdienen? Ja. Aber ich bin ein Händler, deswegen, also ein bisschen müssen Sie mich ja auch leben. Aber die Damen müssen das Armband nicht verkaufen. Wie entscheiden Sie sich? Eigentlich würden wir es hier lassen. Ich denke, bei Ihnen ist es gut aufgehoben. Und das muss auch mal wieder jetzt ins Rampenlicht. Kommt ins Rampenlicht, versprochen. Ja, das glaube ich. Wunderbar, haben wir einen Deal? Ja, haben wir. Wunderbar. Ja. Ich darf Ihnen 2.000 Euro anzahlen und 5.000 sofort überweisen. Können wir handeln, das. Klasse. 5, 10, 15, 20. Und den Rest überweise ich sofort. Tauschen wir gleich die Außenverbindung. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Ja. Danke. Wirklich. Ich freue mich, dass Sie es bekommen. Danke sehr. Gratulation. Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen. Wow. Mein lieber Scholli. Hui. Das ist mal ein Klunker, ne? Ich freue mich sehr. Spitze. Also meine Mutter nimmt es erstmal an sich und wird ja dann gucken, wie es verteilt. Aber wir freuen uns, dass wir 7.000 Euro bekommen haben und sind froh und glücklich.